heute möchte ich mich mal wieder an der Blumentechnik ausprobieren und versuchen, ob das funktioniert, weil ich habe eine große Form, ungefähr 35 Zentimeter. Da möchte ich eine Uhr draus machen und das würde ich gerne mit einem, jo, mit einer Blume machen. Aber damit es immer sehr schwer gelingt, versuche ich das erst nochmal mit kleinen Coastern. Und was dabei rausgekommen ist, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! So, für den Anfang habe ich hier meine Form und da werde ich jetzt gleich mein Harz reingießen, ungefähr zur Hälfte voll. Das ist einfach klares Harz und da werde ich dann meine Blumen reinmachen. Hier habe ich noch ein paar gesehen, dass ich da noch ein paar Fussel und so ein Kram drin habe. Das habe ich mit dem Malerkrepp einfach ein bisschen da rausgetupft. Was wichtig ist, wenn ihr die Blumentechnik macht, ist erstens, dass das Harz eine bestimmte Temperatur hat. Also ihr müsst schauen, wann das anfängt zu gelieren. Das ist bei meinem, das ist von Dipoxy, das 2K700, muss die Temperatur mindestens 40 Grad betragen. Besser ist es ein bisschen mehr. Das heißt, ich lasse das Harz in dem Becher stehen, bis es 40 Grad hat, füllt dann um und dann warte ich noch ein bisschen, weil dadurch, dass man das in die Form füllt, sinkt die Temperatur wieder leicht ab. Nur mal zur Information. Jo. Und wenn ihr dann eure Farben anrührt, ist es wichtig, dass ihr nicht zu viel weiße Farbpaste reinmacht. Wenn ihr zu viel weiße Farbpaste reinmacht, dann wird die Farbe, also das Harz mit der Farbe einfach zu schwer und das sinkt euch sofort auf den Boden ab. Wenn nicht sofort, dann kann das passieren, dass es noch während des Härtens nach unten sinkt. Und das gibt unschöne Flecken. Also ja. Wartet, ich schaue mal, ob ich irgendwo so ein Bild habe, wo das nach unten abgesackt ist. Ich habe das Bild mal stark vergrößert und hier seht ihr, wie die weiße Farbe einfach nach unten gesackt ist. Das gibt solche hässlichen Blubbel, die einfach nicht schön sind. Ja. So, ich habe meine Farben jetzt zusammengemischt, habe die Blasen noch rausgemacht und jetzt bringe ich einfach mit meinem Silikonpinsel die Farbe so auf, wie ich das gerne möchte. Ich habe da einfach mal was probiert, was natürlich nicht unbedingt eine Blume gibt. Ich wollte einfach sehen, wie das Harz reagiert, wenn ich einfach so die Farbe da einbringe. Ich habe also da jetzt zusammengemischt. Ganz, ganz wenig weiße Pigmentpaste. Bei den Farben habe ich dasselbe gemacht, nur habe ich da dann noch flüssige Harzfarbe mit rein. Zwei, drei Tropfen, auch nicht zu viel. Jo, und ihr seht dann gleich, ich habe da noch ein Braun und so ein ja, Altrosa oder sowas, ja, in der Richtung. Ihr seht ja, was ich hier mache, das bedarf eigentlich keiner großartigen Erklärung mehr. Was ich aber festgestellt habe, und das habe ich in noch keinem Video gesehen oder dass es erwähnt wurde, ist, dass man die Farbe nicht runterdrücken darf. Man darf die nur auf die Oberfläche drauflegen. Das heißt, wenn ihr zu tief kommt mit eurer Farbe, wenn der Pinsel quasi den Boden berührt, ist der Weg für die Farbe natürlich viel leichter nach unten zu finden, wie wenn ihr die Farbe nur oben drauf legt. Und das finde ich einfach ein wichtiges Detail zu erwähnen, weil ja, und auch wenn zu viel Farbe auf einer Stelle ist, ist das halt auch schwierig. Ich habe das versucht mit diesen Spritzbeuteln, die man für Kuchen nimmt, und habe festgestellt, dass da einfach viel zu viel Farbe rausgekommen ist für das, was ich da eigentlich vorhatte. Und entsprechend ist mir dann auch die Farbe abgesackt.
So wie das ist, hat mir das jetzt dann doch nicht gefallen. Und dann habe ich einfach gedacht, ich swirl da mit meinem Pinsel nochmal drin rum. Abschließend hätte ich das vielleicht nicht machen sollen. Aber ja, aus Fehlern lernt man. Es hätte einfach, ich denke mal, anders besser ausgesehen. So, ich habe das jetzt härten lassen und dann habe ich einfach Harz da drauf gekippt, was mit Mica Powder versetzt ist, und habe das eine Stunde stehen lassen und dann ist das Harz richtig dick gewesen und ich habe dann da mit meinem Dotting Tool rumgeswirlt, damit es einfach nicht eine einfarbige blaue Fläche gibt. Und wie ihr seht, diese Muster, wenn ihr da lang genug wartet, bis das Harz wirklich geliert ist, bleiben in dem Harz dann genauso, wie es jetzt aussieht. Und wie man sieht, habe ich da fürs nächste Video schon was mit Blattgold gemacht. Da die grünen Teile, die ihr da seht, und die goldenen, das hatte überall, hatte ich das dann hängen. Aber ja, was will man machen? So. Jetzt sieht man, dass das die Oberfläche, da wo ich das geswirlt habe, genauso geblieben ist, wie ich das eben da rumgerührt habe. Es ist keine einfache blaue Fläche geworden, sondern es hat einfach fürs Auge ein bisschen was Interessanteres bekommen. So, ich nehme jetzt hier meine Koste raus und wie ihr seht, aus dieser Form geht es wirklich einfach aus. Es ist eine Form von Molds and Shapes, die habe ich von meinem Schatz zum Geburtstag gekriegt letztes Jahr. Und das ist eigentlich, ich glaube, das zweite Mal, dass ich diese Form benutzt habe. So, und so sehen jetzt die fertigen Coaster aus. Nicht wirklich eine Blume, aber nichtsdestotrotz, der Effekt hat funktioniert. Ihr seht, ich hatte da in das farbige Harz noch ein bisschen Glitter reingemacht, so Schimmer. Das sieht man jetzt halt sehr deutlich. Jo, also, es sind keine Blumen, aber ich denke, der Effekt hat funktioniert und ich werde mich jetzt als nächstes an diese Uhr machen, um da einfach eine große Blume reinzutun. Und wie ihr seht auch auf der Vorderseite die Struktur, die ich in die Rückseite reingemacht habe. Ja, also mir gefallen sie so ganz gut, auch wenn es keine Blumen sind. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen hoch da, das wäre sehr lieb, oder ein Abo, das wäre noch lieber. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis jetzt hierher geschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mir in den Kommentaren und ich werde sie beantworten.